Hallo und herzlich willkommen beim Thema Datenbank. Sehr viele Anwendungen, die wir privat oder beruflich verwenden, verwalten und nutzen große Datenmengen. Warum macht es Sinn, dafür Datenbanken zu nutzen und nicht einfache Dateien? Das ist unser heutiges Thema. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum man überhaupt Datenbanken einsetzen sollte. Ich habe mir soeben in einem Webshop eine neue Sonnenbrille bestellt. Außerdem habe ich mich online darüber informiert, mit welchem Zug ich am Wochenende an den Wörthersee fahren kann. Jede dieser Applikationen benötigt Daten, die irgendwo dauerhaft und strukturiert, also auf eine genau definierte Art, gespeichert werden. Für die MitarbeiterInnen der Bäckerei dort drüben sind weniger Fahrpläne und optische Produkte interessant, sondern sie möchten eher Daten über ihre Filialen, Produkte, Verkäufe oder KundInnen verwalten. Und für die ErmittlerInnen dieser Polizeiinspektion dort sind viel mehr Daten über Delikte, Verdächtige, Beweise im Laufe der Ermittlungen oder Häftlinge relevant. Warum verwenden wir zur Speicherung solcher Daten nicht einfach Dateien? Das machen wir doch auch, wenn wir unsere privaten Dokumente auf unserem Laptop abspeichern. Passt doch eh, oder? Und wenn mehrere Benutzer darauf zugreifen wollen, könnten diese Dateien doch einfach auf einen Server oder in die Cloud gestellt werden. So wären sie doch immer verfügbar. So einfach ist es leider nicht. Wenn wir das tun und Daten derart in Dateien abspeichern, bekommen wir es mit mehreren Problemen zu tun, wenn mehrere Applikationen oder Benutzer diese Daten verwenden. Problem Nummer 1. Sind Daten in einer Datei gespeichert, wie hier in den Dateien Verdächtiger und Delikt, kommt es zu einer starken Abhängigkeit der Anwendungen, die diese Daten nutzen, und der Datenstrukturen der Dateien. Denn jede Anwendung, wie hier in unserem Beispiel die Anwendung A der Polizeiinspektion und die Anwendung B des Gefängnisses, muss ihre Zugriffsoperationen auf die Daten in dem Anwendungscode selbst implementieren. Wenn sich an der Struktur der Daten in einer verwendeten Datei etwas ändert, muss auch der Code der Anwendungen geändert werden. Sehen wir uns das im Detail am Beispiel der Datei Delikt aus der Sicht der Anwendung A der Polizeiinspektion genauer an. In der Datei Delikt sind die Daten über Delikte in einer bestimmten Reihenfolge gespeichert. Zuerst die Delikt-ID, dann der Erfassungszeitpunkt und zum Schluss die Beschreibung des Delikts. Ändert sich nun aus irgendeinem Grund die Reihenfolge der Daten in der Datei oder es kommt etwas Neues dazu, wie hier die Spalte Schaden, funktioniert die Anwendung nicht mehr und der Code muss angepasst werden. Das ist unvorteilhaft. Wenn mehrere Anwendungen dieselben Dateien verwenden, kann es auch sehr leicht zu Fehlern und einem Durcheinander der Daten kommen. Schauen wir uns auch dazu ein Beispiel an. Jede Anwendung hat ein Bild davon, wie die Datei zur Speicherung ihrer Daten aussieht. Verwenden mehrere Anwendungen dieselbe Datei, müssen sich diese bezüglich der Reihenfolge und der Wertebereiche der Daten einigen. Wenn jede Anwendung selbst für sich Regeln festlegt, kommt es zu Inkonsistenzen. Delikte müssen eine fortlaufende, eindeutige ID besitzen. Wird hier aber von der Justizanstalt etwas geändert, passen diese nicht mehr mit denen der Polizeiinspektion zusammen. Und auch das Datumsformat könnte unterschiedlich von beiden eingetragen werden. Und auch die Länge der erlaubten Beschreibungen bestimmen alleine die Anwendungsprogramme. Und wenn in Anwendung A ein neues Feld Schaden eingefügt wird, bekommt Anwendung B ein Problem damit und muss seinen Code anpassen. Hält sich eine der Anwendungen also nicht an die gemeinsamen Regeln, kommt es zu Inkonsistenzen der Daten bis hin zu Fehlern in der anderen Anwendung. Wäre es eventuell besser, jede Applikation arbeitet in diesem Fall nur mit ihrer eigenen Datei, so wie hier die Speicherung der Verdächtigen passiert? Nein, leider weit gefehlt. Genau durch diese doppelte Datenhaltung, wie in diesem Beispiel zur Speicherung von Verdächtigen, entsteht ein weiteres Problem. Nutzt jede Applikation ihre eigene Datei, so kann es zu Redundanzen, also mehrfach vorhandenen Daten, kommen. Und in der einen Datei kann sogar etwas anderes über einen Sachverhalt gespeichert sein als in der anderen Datei. So kommt es wiederum zu Inkonsistenzen, die wir gar nicht wollen. Schauen wir uns dazu wieder ein Beispiel an. Paul Müller ist ein Verdächtiger und über ihn wurden von Applikationen A und B in zwei verschiedenen Dateien Daten gespeichert.
In diesem Beispiel hat sich die Adresse von Paul Müller geändert. Leider wurde das nur in einer Datei aktualisiert. Darüber hinaus wurde der Name der Verdächtigen Maria Weiß in beiden Anwendungen unterschiedlich erfasst. Welche Daten stimmen nun? Gute Frage. Das könnte übrigens auch bei so Dingen wie Verurteilungen passieren. Zum Beispiel, dass die Justizanstalt einen Fall beendet und jemanden verurteilt, dies aber in der Polizeiinspektion noch als offener Fall geführt würde. So eine Speicherung bringt also auch Probleme mit sich. Ein weiteres Problem bei der Nutzung von Dateien zur Dateispeicherung ergibt sich durch die Verarbeitung von vielen Daten. Bei großen Datenmengen ist die effiziente Speicherung und der rasche Zugriff auf die Daten in jeder Applikation selbst zu implementieren. Denn keine Benutzerin möchte auf die Bereitstellung der Daten lange warten. In Österreich werden beispielsweise jährlich ca. 500.000 Delikte angezeigt. Die Deliktdatei würde daher rasch sehr groß werden. Und die Indizierung, das Zwischenspeichern der Daten, müsste bei den einzelnen Applikationen selbst implementiert werden. Das ist unnötig aufwendig. Ein weiteres Problem ergibt sich auch noch durch den Mehrbenutzerinnenbetrieb. Oft lesen oder bearbeiten mehrere BenutzerInnen dieselben Daten. Nehmen wir an, zwei BenutzerInnen greifen gleichzeitig auf dieselbe Deliktdatei zu und lesen und schreiben denselben Datensatz. Was kann dadurch passieren? Beide lesen den Datensatz 1 gleichzeitig aus, verändern ihn beide in der Applikation und speichern ihn anschließend wieder in die Datei zurück. Dann würde der später dran ist, die Änderungen des anderen gleich wieder überschreiben. Das ergebe ein heilloses Durcheinander und natürlich einen fehlerhaften Datenzustand. Solche Konflikte in der Applikation zu vermeiden und dabei trotzdem gleichzeitigen Zugriff auf Dateien zu ermöglichen, ist gar nicht leicht zu implementieren. Außerdem müssten sich die Applikationen wieder darüber einigen, wie sie sich dabei koordinieren und auch verlässlich an diese Abstimmungen halten. Neben diesen bisher genannten Problemen gibt es auch noch die Frage zu lösen, wer was mit welchen Daten aus der Datei tun darf. Nicht jeder BenutzerIn hat dieselben Rechte, Daten zu sehen, zu ändern, zu löschen oder neue Daten hinzuzufügen. Zum Beispiel hat ein Polizeiaspirant oder eine Gefängniswärterin sicher weniger Rechte als ChefinspektorInnen. Auch darum müsste sich jede Applikation selbst kümmern, um den Datenschutz sicherzustellen. Daher ist es meist keine gute Idee, in Anwendungen Dateien direkt für die Speicherung von Daten zu verwenden. Ausgehend von all den genannten Problemen wurde daher bereits in den 1960er Jahren eine separate Software-Schicht zwischen Anwendungsprogrammen und dem Dateisystem von Betriebssystemen eingeführt. Dies war die Geburt von Datenbanksystemen. Datenbanksysteme sind Systeme zur elektronischen Datenverwaltung, die große Dateimengen redundanzfrei, widerspruchsfrei, das heißt konsistent und dauerhaft speichern können. Sie stellen diese Daten dann unabhängig von internen Datenstrukturen den Anwendungsprogrammen bereit. Dabei werden die Daten in einer oder mehreren Datenbanken gespeichert. Der Zugriff auf diese Datenbanken erfolgt dann über Funktionen des Datenbankmanagementsystems. Auf diese Weise werden Daten und Anwendungen entkoppelt, effizientere Zugriffe zentral verwaltet, Datenschutz und Datensicherheit gebündelt und ein Mehrbenutzerinnenbetrieb ohne Nebenwirkungen ermöglicht. Wunderbar, jetzt wissen wir, welche Vorteile es bringt, zur Datenspeicherung ein Datenbanksystem zu nutzen. Die ersten Datenbanksysteme waren übrigens hierarchisch oder netzwerkartig strukturiert. Danach entwickelten sich die relationalen Datenbanksysteme, die seit den 1980er Jahren zentraler Bestandteil vieler Applikationen sind. Neben diesen gibt es heute auch noch andere, sogenannte NoSQL-Datenbanken. Die relationalen Datenbanken schauen wir uns in einem anderen Video noch genauer an. Aber für heute machen wir vorerst Schluss. Jetzt könnte ich eine kleine Stärkung vertragen. Da sind ja auch die Kollegen aus der Polizeiinspektion. Vielleicht haben sie auch Zeit für eine Kaffeepause. Jedenfalls Servus und bis zum nächsten Mal. Hallo,
Schön, euch zu sehen.